Am Mittwoch gegen 0.50 Uhr ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen ein folgenschwerer Lkw-Unfall. Die Lage stellte sich dar, dass ein Lkw, ein Sattelzug, durch die Absperrungen durchfuhr und in eine Baugrube der S21-Baustelle einbrach. Die Autobahn musste im Bereich der Unfallstelle in Richtung München voll gesperrt werden. Ein 40 Jahre alter Sattelzuglenker kam aus bislang unbekannter Ursache im Baustellenbereich von der Fahrbahn ab. Die Straßenführung beschreibt dort eine Linkskurve. Der Lkw-Lenker folgte dieser jedoch nicht, sondern fuhr geradeaus weiter in die Baustellenabsperrung aus Beton. Anschließend über eine abfallende Böschung und kam schließlich oberhalb der Baugrube der Tunnelbaustelle S21 zum Stehen. Ich bin hier auf der A8 Richtung München gefahren und habe halt auf der Autobahn Bruchstellen von der Leitplanke entdeckt und bin auch gleichzeitig stehen geblieben, weil da ein Lkw abgekommen ist. Es sind einige vorbeigefahren. Ein Kollege von mir ist vor mir stehen geblieben und dann haben die Leute auch noch gehupt, wo sie vorbeigefahren sind. Also mal an alles, sowas ist nicht in Ordnung. Ja. Wenn man sowas sieht, dann bleibt man einfach nochmal stehen und schaut, ob alles in Ordnung ist oder schaut generell, was man machen kann, ja, und fährt nicht vorbei und hupt. Sowas ist ja unbegreiflich. Das ist, geht auch nicht. Ja. Das ist unmenschlich, sowas. Man schaut einfach, was passiert ist, egal welcher Unfall da ist. Der 40-jährige Fahrer wurde in seinem stark deformierten Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden, was mehrere Stunden in Anspruch nahm. Der Lkw-Fahrer war im Fahrerhaus eingeklemmt, man konnte sich mit ihm unterhalten. Wir hatten aber keine Möglichkeit, zu ihm vorzudringen. Erst nach 3,5 Stunden war jetzt die Rettung des Verunfallten möglich. Die Feuerwehr musste hier umfangreiche Sicherungsmaßnahmen durchführen. Anschließend wurde der Verletzte von uns im Rettungswagen versorgt und befindet sich jetzt auf der Fahrt in einen Schockraum nach Stuttgart. Die Besonderheit ist tatsächlich gewesen, dass wir mit unseren Einsatzkräften 3,5 Stunden lang nicht zum Patienten vordringen konnten. Das ist schon eine Belastung, die man nicht jeden Tag hat. Und wir sind auch sehr glücklich, dass wir ihn aus dem Fahrzeug befreien konnten, gemeinsam mit der Feuerwehr, und dass er diesen Unfall auch überlebt hat. Ja, wir haben jetzt bedingt durch die Dauer des Einsatzes auch eine Bereitschaft hier angefordert, die die Einsatzkräfte mit Tee und etwas Nahrungsmitteln versorgt, weil ja auch die Aufräumarbeiten jetzt sicherlich noch einige Stunden andauern werden. Im weiteren Verlauf hat ein Kran den verunfallten Lkw geborgen. Aufgrund der starken Windböen gestaltete sich diese Maßnahme jedoch schwierig. Es muss nun geprüft werden, ob die Tunnelbaustelle durch den Unfall in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Stabilität der Fahrbahn. Hierzu überprüft ein Sachverständiger die Unfallstelle. Der am Lkw entstandene Sachschaden wurde auf etwa 110.000 Euro geschätzt.